Hallo meine Lieben. Also, das letzte Mal habt ihr ja sehen können, wie das in meinem Beichtcontainer zum Beispiel so abläuft. War ja nicht ganz einfach mit Ordensschwester Suse, aber ich meine, einfach ist es ja doch sowieso eher weniger. Wir laufen doch zum Teil mit richtig schweren Problemen rum und die müssen dann eben irgendwann auch mal raus. Und das ist es, was die da oben nicht verstehen. Der Pater Paul zum Beispiel. Nicht verstehen. Dass die Menschen heute an die Beichte ganz anders rangehen, da reichen nicht ein paar Sprüche aus der Bibel. Ein ernstzunehmender Beichtvater heutzutage, der muss doch bitteschön vom Leben was verstehen. Und dazu gehört das dann eben auch, dass er mal gesündigt hat. Und das ist ein Problem mit dem Zölibat. Weil wenn ich jetzt also Gott möge das verhüten, eine fleischliche Sünde begehe, dann sündige ich ja gegen meinen Eid, gegen den Zölibat. Während wenn ihr dasselbe tut, dann begeht ihr eine Sünde der Lust. Das ist der Unterschied. Das versteht ihr doch nicht, oder? Ja, und eben, der Pater Paul versteht das nicht. Da heißt es immer nur Strafe, 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 na toll. Als ob ich nicht schon genug, ach Gott. Wenn ich euch so bestrafen würde, na, habe die Ehre. Und dabei, hallo Freunde, könnte ich euch interner erzählen, ja? Von Pater Paul. Bitte schön, ich bin da gar nicht auch von mir. Also, klar. Gibt es da die Chorleiterin? Das war überhaupt eine tolle Zeit. Ganz großartiger Chor und diese Ex-Gemeinde, das ist, Freunde, das hat man heutzutage. Oh, dann, das schaffen wir aber heute nicht mehr. Naja, davon erzähle ich euch dann. Am nächsten Donnerstag.